die Arbeit oder die Erfolge unserer Gruppe, unserer Schule waren so durchschlagend, dass wir oft zitiert wurden in den Veröffentlichungen der Schule, des Deutschen Friedensrates, und um zu zeigen, wie schnell das alles ging in der Folge damals. Ein Jahr später schon, 1952 oder zwei Jahre später, 1952, wurde ich vom Deutschen Friedensrat ausgezeichnet für 3 Wochen Ferien im Austausch in Bulgarien. Und das war eine nicht nur sehr schöne Sache, sondern für Esperanto auch eine sehr nützliche Sache. Ja. Damit ist das Verbot in der Praxis ja hier wirkungslos gewesen, sozusagen, oder? Was mich anbelangt, ja. Wobei ich noch betonen möchte, es gab nie ein Verbot des Esperanto, sondern ein Verbot für Sprachecken, für den Unterricht von Esperanto. Und das war alles. Und da haben sich so manche Esperantisten ins Boxhorn jagen lassen. Aber es gab auch sehr mutige Esperantisten, besonders in Dresden. In Dresden, die Dresdner Esperantisten, die hatten jeden Monat eine Zusammenkunft, wo bis zu 50 Esperantisten zusammenkamen. Die Zusammenkünfte haben sie angemeldet, polizeilich, und war auch meistens jemand da von der Polizei, aber sie haben es nicht verboten. Nicht? Wenn man den ordentlichen Weg ging, konnte man sich auch durchsetzen. Wir haben das später in Berlin auch gehabt. 1960 wurde die Berliner Gruppe gebildet und kam dann auch immer regelmäßig monatlich zusammen und ist immer angemeldet worden, polizeilich. Wie kam die Gruppe zusammen? Die Initiative hatten ja auch Sie, ja? Ja, die Initiative hatte ich. Das war nun eine Folge meiner Bulgarien-Reise. Dort, nachdem ich aufgespürt hatte, Esperantisten in der Esperanto-Kooperative dort, zunächst sehr kühl aufgenommen, weil Esperanto eben so angesehen war wie hier in Deutschland auch. Und ich stellte mich vor, und da waren 2 Esperantisten anwesend, eine Frau und ein Mann. Und der Mann, der sagte sofort: "Ach, Schöle aus Neuruppin. Ich habe ja Ihren Artikel gelesen im El Popolo Chinio, einer chinesischen Esperanto-Zeitung." Und der freute sich und der hat gleich gesagt: "Wir gehen morgen mal zu Assen Grigorow." Assen Grigorow gehörte zu den aktivsten Esperantisten. Bis zu der Zeit, wo für Esperanto nichts mehr übrig war, staatlich. Esperanto wurde nicht verboten, bekam aber kein Papier mehr, konnten also keine Benachrichtigung mehr herausgeben für ihre eigene Organisation und viele andere solche staatlichen Schikanen. Assen Grigorow war ein hoher Staatsfunktionär, Vorsitzender der staatlichen Kontrollkommission, und er arbeitete in einem ganz schicken Haus in Sofia. So, da brachte mich eine Freund hin und wir konnten uns dort lange unterhalten. Am nächsten Tag machten wir einen Aufstieg auf dem Vitosha
Und Assen Kriegerhoff hatte noch einige andere Esperantisten dazu organisiert. Es war sehr denkwürdig. So, nun könnte ich noch viel erzählen über den Fortgang oder den Wiederanfang der Esperanto-Bewegung in Bulgarien. Aber wir wollen ja nach Berlin. Aber ich hatte jetzt die Verbindung mit Assen Kriegerhoff. Und vielleicht ein Jahr später konnten die Sofiota Esperantisten eine Werbezeitschrift für Bulgarien in Esperanto herausgeben. Und ich wurde dann in Deutschland der Vermittler Peranto dieser Zeitschrift. Auf diese Art und Weise habe ich Adressen gesammelt in Deutschland von Esperantisten. Da sprach sich herum. Jeder Esperantist kannte auch wieder andere Esperantisten und nach und nach hatte ich etwa 850 Abonnenten für Nuntempa Bulgario. Die Esperantisten gaben dann auch im Laufe der Zeit zwei Bücher heraus, die ich dann auch verkaufte hier. So. Und so hatten wir in Deutschland einen Adressenstand von Esperantisten und ich dachte immer, wenn die Möglichkeit wieder besteht, dann können wir auch gleich wieder hier organisatorisch etwas anfangen mit den 850 Esperantisten. Und so kam es ja dann auch in etwa. Und in Berlin kam dann die Gruppe, irgendwie haben Sie die Gruppe in Faltins Gaststätte dort zusammengeführt, ja, zu den Abenden, oder? Ja, das hatten die Köpenicker dann organisiert, die Gaststätte. Und die dann auch die Zusammenkünfte, die sie anmeldeten. Aber wie gesagt, die erste Zusammenkunft, die hatte ich dann initiiert. Schon aufgrund dessen, dass ich wusste, dass die Dresdner immer zusammenkommen. Da habe ich gedacht, wenn das in Dresden möglich ist, warum nicht auch in Berlin? Berlin. Und wie lief diese erste Veranstaltung ab? Ist die noch in Erinnerung? Ja, sehr gut. Wir trafen uns am Bahnhof Friedrichshagen, ja, am Müggelsee. Aha. Und fuhren dann mit einem Dampfer über den Müggelsee. Auf der anderen Seite, am anderen Ende, da ist ein Lokal und da stiegen wir aus, bauten ein paar Tische zusammen und hatten dann eine schöne Esperanto-Runde mit etwa 40 bis 50 Esperantisten da. Mhm. Alle aus Berlin? Aus Berlin, ja. Mhm. Und diese Esperantisten sprach ich an, dass sie, wenn sie Esperanto dienen wollen, dieses in der jetzigen Zeit nur tun können durch Mitarbeit für die Friedensbewegung, indem sie Esperanto nützlich machen dem Frieden. Naja, und nach meiner Ansicht war das ja auch die beste Art, Esperanto zu gebrauchen. Ganz abgesehen davon, dass Esperanto sonst verfemt war.